Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu diesem Spiel, liebe Zuschauer. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind für Sie live dabei und es kann eigentlich keinen Zweifel geben. Dieses Spiel hier, das wird richtig interessant. RB Salzburg gegen Young Boys Bern. Interessante Partie, Wolf. Wir freuen uns drauf und ich bin sicher, Sie zu Hause auch. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. Kommt jetzt die Flanke rein? Es gibt Ecke. Ecke in die Mitte. Gute Parade bei diesem Eckball. Keine gute Aktion vom Torhüter. Da haben sie die Chance. Glanzparade. Tolle Aktion. Was für ein Wahnsinnsreflex. Jetzt kommt die Ecke. Gutes Timing vom Torhüter. Auf den sollten wir heute ganz besonders achten, Buschi. Er ist der beste Torjäger dieses FUT-Vereins, hat hier... Aber das ist jetzt die Chance. Was für eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine Riesenszene, fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Ecke kommt in den 16er. Sieht gut aus. Er kann es machen. Ball ist nicht drin. Das pfeift er ab, Handspiel. Da haben Sie jetzt den Ball. Er lässt sich zurückfallen, sehr aktiv, will den Ball. Da wäre Platz für einen Konter. Ball wird abgefangen. Gute Aktion. Super Tackling. Sibachö. Elia. Gefährlich. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten Sie sich das vorgestellt. Freude über diesen Führungstreffer. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Capaldo. Wird's jetzt gefilmt? Oh, das könnte was werden. Ganz stark vom Torwart. Schauen wir doch noch mal auf das Tor von eben. Mit Wucht verwandelt er diesen Ball. So, Ecke kommt. Ist das jetzt die Chance?
Und da fällt der Ausgleich. Die erstmal wieder aus der Hand gegeben. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Sibatschö. Unaufhaltsam. Super gemacht. Gute Verteidigung. Jetzt ist Platz für den Konter. Der Konter läuft. Sie bekommen den Abstoß. Und das Tor sehen wir nochmal in der Wiederholung. Super Schuss mit ganz viel Bums dahinter, für mich unhaltbar. Das macht er ganz energisch. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Jetzt vielleicht die Flanke. Ball draußen, wird Einwurf geben. Und schon ist der Ball weg. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Gute Aktion. Vielleicht die Konterchance. Jetzt haben sie den Ball verloren. Beide Teams waren in der ersten Hälfte erfolgreich. Es steht 1-1 und damit dürften die zweiten 45 Minuten richtig spannend werden. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Er hat den Ausgleich gemacht, das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen, wenn er seine Mannschaft hier zum Sieg führen soll. So, gehen wir rein in die zweite Spielhälfte. Es ist hier bislang wirklich alles ausgeglichen. Lustenberger. Elia. Noch ist die Lücke nicht da, aber vielleicht gelingt jetzt der Führungstreffer. Ein guter Block hier. Capaldo. Rasmus Nissen Christensen. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Edmilson Fernandes. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Chance zum Konter jetzt. Fängt diesen Ball ab. Was für eine Chance. Ja, klasse. Ball erstmal weg. Sie holen einiges an Chancen raus, aber es kommen keine Tore aufs Tableau. Ich denke, dass sie in dieser Hinsicht noch konzentrierter zu Werke gehen müssen. Den Ball holt er.
Der Angriff könnte was werden. Den Lupfner! Klasse Treffer! Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Der Ball wird erstmal abgeschirmt. Sie verlieren den Ball. Den Ball holt er sich. Rasmus Nissen Christensen. Die kurzen Pässe jetzt, sehr ballsicher sind sie da. Sie haben natürlich auch die Führung im Rücken. Da suchen sie jetzt die Lücke. Das ist natürlich hervorragend, wie da der Ball läuft. Ja, sie spielen sehr präzise und das hier auch nicht zum ersten Mal. Jetzt können sie es entscheiden! Das hätte gefährlich werden können. Gute Aktion. Neun Minuten sind hier noch zu spielen. Edmilson Fernandes. Sie drängen auf den Ausgleich, aber die Zeit läuft ihnen davon. Könnte der Ausgleich werden? Da passt der Klasse auf. Jetzt ist der Ball weg. Vielleicht der Ausgleich. Tor, Tor, Tor! Sie machen es doch noch! Es war so ein wichtiges Tor. Da freut er sich. Seine Mannschaft hat sich hier toll zurückgekämpft. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. Die letzten zwei Minuten sind angebrochen. Maximilian Wöber. 90 Minuten sind vorbei. Es steht unentschieden.